smiles, each one a friend. Ich bin ein Extremist in jedem Sinne. Und diese extreme Verhaltensweise, die ich unglücklicherweise habe, die drückt sich dann auch in der Architektur so aus. Ne? Die meisten Genies der Architektur waren ihre. Ne? Und viele der Künstler waren nicht ganz normal. Und in diesem Sinne bin ich wahrscheinlich sicherlich nicht ein normaler Mensch. Ne? Extrem polarisierend, extrem herausfordernd, kein einfacher Zeitgenosse, der sich mit allen angelegt hat. Er war ein Kämpfer Zeit seines Lebens, ein Kämpfer für Architektur, ein Kämpfer für seine Vorstellung zur Architektur. Und das ist etwas, wo man sich eigentlich schon erinnern sollte. Er war immer im Widerstand zum Rest der Architekten, im Widerstand zur Politik und hat es irgendwie geschafft, trotzdem Bauwerke zu realisieren. Das Revoluzertum, das hat er nach außen getragen. Ja, das war so ein bisschen ein Schutzschirm, den er vor sich aufgebaut hat. Ja, weil er hat diese Konfrontation immer gesucht, gebraucht. Er hat sie gebraucht, um gute Architektur zu machen. Niemand ist der Welt preisgegebener als der Architekt, gleichsam Atlant seiner Bauten, schreibt Anna Bahr über Günter Domenik. Der Baukünstler wird zu seinem 10. Todestag mit einem Forschungs- und Ausstellungsprojekt gewürdigt. Dimensional von Gebäuden und Gebilden will Günter Domenik vor dem Vergessen bewahren und sein Werk für die Gegenwart reaktivieren. Na, grundsätzlich ist einmal die Wiederkehr des 10. Todestages Anlass von Seiten des Landes mit entsprechenden qualifizierten Partnern das Leben und Wirken von Günter Domenik zu würdigen und auch an 4 Standorten mit 4 Ausstellungen zu zeigen, wissenschaftlich aufbereitet und eben auch gestalterisch vermittelt. Er war sehr umstritten, er hat natürlich auch für Zündstoff gesorgt in der Politik, in der Region, weil auch viele Menschen diese Art zu bauen nicht verstanden haben. Und mit einem Vermittlungsprogramm und jetzt mit diesem Projekt wollen wir das ändern. Zu sagen, schaut her, es gibt wahnsinnig viel über Günter Domenik zu erzählen, viel mehr als man eben glauben würde. Und andererseits, es ist die erste Retrospektive über diesen Architekten in Österreich, das darf man nicht vergessen, es gab keine bisher. Zwei zentrale Arbeiten rücken dafür in den Fokus. Die Heft in Hüttenberg und Domeniks gebaute Autobiografie, das Steinhaus am Ossiachersee. Aufgerollt wird aber auch das Verhältnis zwischen Kunst und Architektur, und zwar im Museum Moderner Kunst Kärnten. Die Ausstellung hier zeigt zum einen einmal das umfangreiche Schaffen von Günter Domenik in verschiedenen Aspekten. Und zum Zweiten ist hier sein Schaffen ins Verhältnis gesetzt mit Arbeiten von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Vierter Ausstellungsort, das Klagenfurter Architekturhaus, wo junge Künstler mit Günter Domeniks Fotografien gearbeitet haben. Hier im Architekturhaus Kärnten ist eine Arbeit vom Kollektiv 4 zu sehen, die sich mit dem Archiv von Günter Domenik beschäftigt haben, das ja hauptsächlich als Nachlass im Architekturzentrum in Wien liegt. Diese Dokumentation beleuchtet einige Aspekte in Günter Domeniks Werk und fragt, wie einflussreich jemand heute noch sein kann, der mit seiner Baukunst die Welt verändern wollte. Für den Architektur auch Zeichnung bedeutet hat und die vor allem ein Ausdruck persönlicher Individualität und ein Erzählen vom eigenen Selbst war. Ich glaube, dass wir
viel zu wenig an unsere Wurzeln denken, wo wir geboren sind, entstanden sind und uns entwickelt und entfaltet haben. In diesem Sinne weiß ich, dass die Heimat für mich in meiner Art zu sein wesentlich war. Ich persönlich mit meinem Bruder bin radikal nationalistisch erzogen worden. Wir haben nie was anderes als den Antisemitismus gelernt gehabt. Und wir haben gar nichts anderes gekannt als Antisemitismus und Rassismus. Nicht? Er hat ja in diesem Haus auch seine Kindheit verarbeitet. Er war ja bei der Hitlerjugend und ist im Mölltal aufgewachsen. Das Grundstück hat er von seiner Oma vermacht bekommen. Das erste Bauwerk war der Steg. Draußen am See gemeinsam, das er mit seinem Zwillingsbruder gebaut hat. Und er hat 22 Jahre lang an diesem Bauwerk gebaut. Er hat Sachen ausprobiert, experimentiert und dann in anderen Projekten umgesetzt. Und er hat den Bauteilen Namen gegeben. Es gibt die Schlucht, es gibt den Huckepack, es gibt den Arsch, es gibt die Schwebesteine. Es sind alles Elemente, die er für sich beschreibt und die das Steinhaus so einzigartig machen. Die Freiheit im Ausdruck, die Günter Domenik für sich selbst wollte, gestand er auch anderen zu. Weggefährten, Freunden und auch seinen Schülern an der TU in Graz, wo Studenten den Mitbegründer der Grazer Schule zwar gerne scherzhaft Dämonik nannten, nicht wenige aber dennoch den Weg aus dem Hörsaal hinaus und in sein Architekturbüro hineinfanden. Es war so, als der Domenik Professor geworden ist, hat er natürlich mit einem Paukenschlag begonnen, mit dem Flammenflügel von Wolfgang Prix im Innenhof, einer riesen Performance. Flammenflügel der Coop Himmelblau, Symbol für Engagement in der Architektur, auch für Provokation. Er hat eine illustre Schar an Superstars eingeladen, die wir aber als Studierende schon alle irgendwie auch geschätzt haben. Der war jemand, der gesagt hat, oder der sich so vorgelebt hat, Architekten sind Künstler. Heute würde man sagen, Architektinnen sind Künstlerinnen. Und damit hat er natürlich viele, viele junge Leute angesprochen, die eben Architektur als etwas gesehen haben, das gesellschaftsverändernd sein könnte. Er hat uns ja an der Universität beigebracht, dass man Architektur ganzheitlich denken sollte. Also dass es fernab von reinen funktionellen Dingen in der Architektur mehr gibt, also dass es eine baukünstlerische Komponente gibt, dass es eine Idee gibt für das Bauwerk. Meine Suche geht auch in die Richtung, einen möglichen Weg einer zeitgemäßen Heimatarchitektur zu finden. Aber nicht in der Form, wie es ja so derzeit die Mode ist, zurück zur Natur, zurück zur Architektur, der alten Architektur, sie zu wiederholen, weil das einfach nicht stimmt. Man kann aber, und das ist also mein Hintergrund meiner Arbeit, man kann die wesentlichen, wertvollen Elemente dieser geschichtlichen Architektur verbinden mit dem Zeitgeist. Und so sind diese Serien entstanden. Landschaftstransformationen und Architekturtransformationen. Ich habe sie bewusst architektonische Zerbrechungen genannt. Letzten Endes gilt ja auch Günter Domenik als ein Zerbrochener. Eine bekannte Zeichnung ist dieser Kärntner Stadel, der zerbrochen wurde. Diese Zerbrechung unter Felsen aus dem Mölltal, wo er aufgewachsen ist. Also das waren die Grundlagen. Er hat alles da hineingesteckt, was möglich war, also sowohl an Architektur, Ideen, an Details und natürlich auch die ganze finanzielle Situation war nicht eine einfache, weil auch alles, was er verdient hat, da ins Steinhaus gegangen ist. Das Steinhaus ist das Manifest eines Architekten, der an die Zerbrechlichkeit der Geometrie geglaubt hat und der die Verneinung des rechten Winkels als politischen Akt verstanden wissen wollte.
Als gebaute Skulptur bedeutet es Abkehr von der Vergangenheit und widerständiges Denken. Das alles nimmt natürlich Einfluss auf die Kunst, die darin stattfindet. Wie ich das erste Mal in dem Haus war, mir klar, dass das Haus ist ein Körper für sich. Also ist ein Gerüst für sich, wie ein Knochengerüst, ein Skelett. Und wir, die nackten Körper, bringen jetzt das Fleisch um dieses Skelett. Für Dimensional hat Choreografin Doris Uhlig ein sogenanntes Habitat im Steinhaus eingerichtet. Menschen unterschiedlichster Herkunft haben sich für die Eröffnungsperformance, die in Kärnten doch für einiges Aufsehen gesorgt hat, gemeldet. In uns ist eingelagert gerade Winkel und gerade Wände. Am Anfang habe ich mir gedacht, wow, das ist schon ein mächtiger Berg über mir mit diesen Räumen und ungewöhnlich auch zu erforschen. Aber es wird immer sympathischer und immer interessanter, weil man entdeckt so viel, was man am ersten Blick nicht erkennt. Also je länger man da herinnen ist, desto mehr fallen da wieder Dinge auf, die du vor 3 Stunden noch nicht gesehen hast, weil es ein Haus ist voller Überraschungen und Ideen. Domenic hat eine gerade Tür nicht interessiert. Ja? Domenic hat auch eine schiefe Tür nicht interessiert. Aber wenn Sie das anschauen, es hat ihn eine Tür, die quasi schräg, schief ist, das hat ihn interessiert. Wie öffne ich diese Tür? Ja? In einer Annäherung von außen versucht sich die erste von 2 neuen Publikationen. Neben Anna Bahrs eingangs zitiertem Essay hat Gerhard Maurer für Dimensional über 30 Domenic-Bauwerke in und außerhalb Kärntens fotografiert. Ich kannte von Günter Domenic eigentlich nur die paar Gebäude, die heute in Kärnten sind, das Steinhaus, Stadttheater. Die Heft war eigentlich zum letzten Mal, wie sie ganz neu für die Landesausstellung hergerichtet wurde. Viele Gebäude kannte ich nicht. Also es war ja auch eine mystische Stille. Es war dieses Erlebnis, das man immer hat, wenn man Gebäude fotografieren kann, die nicht genutzt werden, mit welcher Gewaltigkeit die Natur sich Räume zurückholt bzw. Architektur mitgestaltet. Was heute wie ein verlassenes Raumschiff wirkt, ist eines der Hauptwerke des Architekten in Kärnten. Und die Heft war auch ausschlaggebend dafür, dass Domenic zum Wettbewerb für das Dokuzentrum am ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg eingeladen wurde. In Wirklichkeit ist es ein ganz zarter Eingriff in eine ganz brutale Baumasse sozusagen. Also er hat ja eigentlich nur eine Linie gezogen in ein unglaublich massives Gebäude. Und das entspricht seiner grundsätzlichen Haltung, wie er Dinge sozusagen zerlegt, die er hier halt in einer extremen Form gemacht hat. Und ich glaube, dass das eines seiner gelungensten Projekte ist. Ich empfinde die Architektur als ein großes Geschenk. Es ist das Wahrzeichen geworden vom Dokumentationszentrum. Und man erkennt sofort eine Haltung, nämlich eine Haltung, die sich gegen den Nationalsozialismus auch gegen die Architektur der damaligen Zeit stellt. Es gibt nur rechte Winkel und Achsen und nichts anderes. Für mich war es völlig klar, und das in der kürzesten Zeit, wie ich darauf reagiere. Ich mache genau das Gegenteil dessen, was die gemacht haben. Er hat anderes Material verwendet, Stahl, Glas, Sichtbeton und eben keine Klinker, keinen Granit. Und es ist immer alles schräg zu der Architektur der damaligen Zeit. Und das ist auch unsere Haltung. Also insofern passt die Architektur sehr gut zu der Arbeit des Dokumentationszentrums. Noch sind in Nürnberg die Bagger am Werk. Das Dokuzentrum muss dringend umgebaut werden. Mit Domenics Pfahl wird jedoch behutsam umgegangen. Günter Domenics Architektur ist das, was den ersten Eindruck vom Dokumentationszentrum macht, und das soll genauso erhalten werden, wie es ist. Aber wir sind stark gewachsen, was die Besucherzahl betrifft. Es war gedacht, dass vielleicht 100.000 Menschen kommen, jetzt haben wir 300.000. Und da ist zum Beispiel der Zugang viel zu schmal.
Spätestens 2025 soll das Doku-Zentrum am Reichsparteitagsgelände wieder eröffnet werden. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Mir gefällt es überhaupt nicht. Das ist ein Neuentum. Auf Einladung der Zentralsparkasse realisiert Domenik in den 70ern ein Bankgebäude in Wien Favoriten. Die Z macht ihn schlagartig bekannt. Das passt besser in Prada, also als Geisterbahn, kann man sagen. Ne? Wie er die Z gebaut hat, hatte ich einen Termin und bin in der Favoritenstraße, bin da durchgegangen und dann war dieses Bauwerk sozusagen im Bau, aber noch ganz am Beginn. Und da bin ich nochmal zurück und habe gedacht, das habe ich noch nie gesehen, was ist das, was kann das sein? Und dann bin ich da hinein in die Baustelle und da werkt einer dort mit Hand angelegt. Und erkenne ich den Domenik, sage ich, weißt du, welcher Trottel das da baut? Sagt er, ja, das bin ich. Und da hat eigentlich unsere Freundschaft begonnen. Am Bau regieren kommerzielle Bedürfnisse. Mit diesem Projekt wird der Versuch gemacht, die Freiheit im künstlerischen Gestalten auch auf die Herstellung zu übertragen. Der Domenik, ich kann mich erinnern, hat damals schon gesagt, die wollen ein Experiment. Die wissen nicht, was ein Experiment ist. Denen werde ich jetzt zeigen, was ein Experiment ist. Nicht? Ich habe ein Verfahren gesucht, mit dem man also frei arbeiten kann, also wie wenn man mit Lehm arbeitet. Und das war also dieses Torkret-Verfahren, das also mit mir außerdem noch den Bezug gibt, mit dem Arbeiter gemeinsam noch diese Teile, die man ursprünglich planerisch entwickelt hat, gemeinsam noch weiterzuentwickeln und zu verändern. Domenik hat sich mit diesem Gebäude in eine Realisierung einer Utopie hinein bewegt. Ja, 62 Bauinstellungen, kann ich mich noch erinnern. Ja, das war eine tolle Sache. Aber genau das hat er gebraucht, dieses Durchsetzen einer Sache, Durchsetzen einer Idee. Der Domenik hat eine Bank mit einem Haifischmaul, sodass sozusagen die Kunden, diese Bank ist ja ganz klar, um was es da geht, dass Geld entzogen wird und nicht Geld gegeben wird. Und das hat er ganz klar, völlig klar definiert. Und es ist mindestens so wichtig wie Otto Wagner oder alle, die so geehrt werden oder los. Das ist eine ganz wesentliche Zäsur in der Architektur und es gibt kein Verständnis, dass es kein Verständnis gibt, den Domenik dorthin hinzustellen, wo er hingestellt werden sollte. Nur 10 Jahre nach seinem Tod war Günter Domenik eine schon fast vergessene Berühmtheit. Mit Dimensional ist jedoch merklich etwas in Bewegung gekommen. Also dieses Projekt hat einmal eine enorme öffentliche Präsenz von Günter Domenik gebracht. Und auch das Steinhaus selbst. Also wir merken, dass bei den Besucherzahlen, die wirklich so hätten wir sie uns in der Vergangenheit gewünscht, es sind sehr viele Besucher da, die sich interessieren. Und das sind nicht nur Architekturinteressierte, das sind auch ganz normale Touristen, die vorbeikommen und sich das Haus anschauen und wissen wollen, was da dahinter steckt, hinter diesem Objekt. Noch bis Oktober sind an allen 4 Ausstellungsorten Veranstaltungen, Themenführungen und Gespräche zu Günter Domenik geplant. Ein junges Künstlerkollektiv hat sich im und für das Architekturhaus Kärnten mit dem nachgelassenen DIA-Archiv des Architekten beschäftigt. Was schon sehr eindrücklich war, ist, wie akribisch er seine Arbeit von Anfang an archiviert und geordnet und offensichtlich auch für eine Nachwelt hergestellt hat und konserviert hat. Und uns hat das schon auch interessiert, das anzugreifen und ein bisschen in Bewegung zu bringen. Neben dem mit Alfred Huth realisierten Olympiapavillon München geht es in der Installation um das allererste Gesamtkunstwerk Domeniks. Die Mensa der Schulschwestern in Graz-Eggenberg, Vorläufer der Z und der allererste Spritzbetonbau in Österreich. Ich war einmal herinnen und da ist schon das Eisengerüst gestanden. Und ich habe den Domenik gesehen, wie er durch den Raum gegangen ist und zum Beispiel zu denen gesagt hat, hier ein bisschen herein und da zurück. Also er hat es optisch geformt. Mit seinen Augen, so wie man eine Plastik macht, nicht?
Es ist vielleicht der Unterschied zu einem Gebäude, das rein technisch geplant wird. Und dann, bis es so circa fertig war, dann ist viel gespottet worden. Es schaut aus wie ein geschlachtetes Schwein oder was weiß ich was. Aber das hat mich nie berührt. Ich habe gedacht, aha, das schaut aus wie ein Gewölbe der Gotik. Und es ist nicht so fremd, als man glaubt. Es ist so eine Verbindung auch zwischen Schule und Kloster und Zeugnis dafür, dass Schwestern sehr, sehr mutig auch moderne Architektur gewagt haben, finanziert haben. Super und wirklich, also ich bestaune die Architektur als Kunstwerk, aber als Funktionsraum ist es herausfordernd. Es ist eine Sparkasse. Denn Sonderanfertigungen sind bekanntlich teuer. Warum kauft man sich also heutzutage noch einen Domenik? Ja, es ist das Gefühl, arbeiten in einem Kunstobjekt. Apropos Kunst. Mit der Heft ist nach Jahren des Verfalls ein Missing Link im Werk Domeniks wieder öffentlich zugänglich. Das Konzept für die Bespielung der Heft war, KünstlerInnen und Universitäten einzuladen. Wir haben mit Augmented Reality gearbeitet. Das sind diese Codes, die Sie überall rumstehen sehen. Da kann man mit einer App digitale, virtuelle Skulpturen oder Bearbeitungen im Raum sehen. Es war mir auch sehr, sehr wichtig, dass die Architektur selbst Ausstellungsobjekt bleibt und dass keine Wunderkammer wird, sondern dass der Raum oder der Ort wirklich Ort sein darf. Mit seinem schwebenden Balken hatte Domenik den Bergwerksstollen sichtbar gemacht, stieß mit seinem Projekt für die Landesausstellung Grubenhund und Ofensau aber wie so oft auf heftige Ablehnung. Diese Neverending Story war eigentlich eine sehr peinliche Geschichte. Das Hin und Her mit Knappenberg und Heft, die Politik, die wankend war in ihren Entscheidungen, die Demonstration, keine Kunst, Domenik ist umsonst, die hat den Gigi Domenik sehr getroffen. Ich bin kein Kunsthistoriker, ich bin kein Historiker, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich bin auch kein Depp. Ne? Ich schaue mir die Dinge an, du spürst sie, dann siehst du, wenn du kreative Fähigkeit hast, was du tun kannst. Und der Eingriff, den du dann tust, der kann radikal sein, aber darf diese Qualitäten nicht vernichten. Ohne die Spuren der Zeit völlig zu verwischen, wurde die Heft wieder hergerichtet. Ein Lost Place, ja, aber nicht mehr vergessen. Und auch mit dem Projekt Dimensional scheint die erste Annäherung an einen Unnahbaren 10 Jahre nach dessen Tod in den Bereich des Möglichen gerückt. Lässt sich also auch der Glaube, mit Architektur die Welt verändern zu können, reaktivieren? Gegen alle diese schwachsinnigsten Einflüsse, die Architektur zum Niedergang bringen, da ist er aufgestanden und hat diesen Widerstand gelebt. Und das ist eine Geschichte, dass man wirklich den jungen Leuten, den Studenten, Architekturstudenten, vielleicht könnten sie sich hin und wieder mal überlegen, wohin die Reise geht und was Architektur bedeutet. Wenn sich die Computermodelle verselbstständigen und die gebaute Realität etwas komplett anderes, nämlich super Banales wird, dann gibt es eine Kluft, die wir nicht mehr überbrücken können. Ich hoffe, dass man weggeht davon, reine Investorenarchitektur zu machen, als reiner Dienstleister gesehen zu werden, sondern dass man auch mehr in die gesellschaftskritischen Parts wieder von Architektur eingreift. Architektur ist heute ein Prozess mit vielen Beteiligten und nicht das Werk eines Einzelkämpfers, der seine Ideen vom Papier in die Realität bringt. Platz für die Baukunst Günter Domeniks sollte dennoch bleiben. Mein Haus ist sehr künstlich, mein Haus ist sehr bösartig. Es hat Schneiden, es hat Schwerter, es hat einen harten Beton, es hat eigentlich nicht solche Materialien, wo man sagen könnte, man würde sich unbedingt wohlfühlen. Aber es ist ein Akt, glaube ich, also eines persönlichen Ausdrucks von Baukunst. Und ich glaube, dass die Baukunst ein Aspekt, einer Dimension in der Architektur ist, wo man sich eben auch wohlfühlen kann. Thank you.